Shaqiri, ich spielte im besten Team, das Bayern jemals hatte. Am vergangenen Wochenende schaffte Jerdan Shaqiri, 27, endgültig den Durchbruch beim FC Liverpool. Im Duell mit Erzrival Manchester United wurde er nach 70 Minuten beim Stand von 1:1 eingewechselt. 10 Minuten später hatte der Schweizer das Topspiel mit 2 Joker-Toren fast im Alleingang entschieden. Liverpool siegte 3:1, blieb Spitzenreiter der Premier League, und die Fans feierten Big Check. Es schien so, als würde jeder zu mir kommen, um sich zu bedanken, verrät der bullige Offensivspieler im Interview mit dem Guardian. Leute kamen zu mir und sagten, du bist jetzt schon eine Legende. Das war schön zu hören, aber am Ende war es nur ein Ligaspiel, in dem es um 3 Punkte ging. Nachrichten bekam er anschließend aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass er mit seinem Doppelpack für die spätere Entlassung von United-Trainer José Mourinho verantwortlich wäre. Ich glaube nicht, dass sie ihren Trainer gewechselt haben, nur weil wir das Spiel gewonnen haben. Da wird es andere Gründe gegeben haben, sagt Shaqiri. 3 Jahre ist es mittlerweile her, dass Shaqiri die Bundesliga verließ. Zwischen 2012 und 2015 spielte er 2,5 Jahre für den FC Bayern, wurde anschließend erst zu Inter Mailand verliehen und danach für 15 Millionen Euro verkauft. An die Zeit in München erinnert er sich gerne zurück. Wir waren nicht einfach nur ein sehr gutes Team. Wir waren wie eine große Familie, erzählt Shaqiri. Ich denke, wir waren die beste Mannschaft, die Bayern in seiner Clubgeschichte jemals hatte. In München gewann er die Champions League, wurde 3-mal deutscher Meister und 2-mal Pokalsieger. Der Rekordmeister beendete zu dieser Zeit den Höhenflug des BVB, der den Bayern national zwischenzeitlich den Rang abgelaufen hatte. Dortmunder Trainer damals, Jürgen Klopp. Der Trainer und auch die Mannschaft haben mir alles gegeben, schwärmt Big Shaq von Klopp und seinen Mitspielern. Man sieht auf dem Platz, dass ich gerade sehr glücklich bin und vielleicht meinen besten Fußball überhaupt spiele. Schon heute Abend, 21 Uhr, DAZN und im Live-Ticker auf sportbild.de, geht es für Shaqiri und Liverpool mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Wolverhampton weiter. Mit einem weiteren Sieg würden die Reds Heiligabend an der Tabellenspitze verbringen, bevor noch vor dem Jahreswechsel die Duelle mit Newcastle, 26. Dezember, und Arsenal, 29. Dezember, anstehen. Im kommenden Sommer könnte der Club im Optimalfall die erste Meisterschaft seit 29 Jahren feiern. Mit Titelsammler Shaqiri. Ich weiß, wie es ist, Trophäen in die Höhe zu strecken. Es ist unglaublich, diese Feiern mit den Fans zu teilen, sagt der Linksfuß, der auch schon in der Schweiz mit dem FC Basel Meisterschaften und Pokalsiege feierte. Es ist mein Traum, das jetzt auch mit Liverpool zu erleben.